Uhren also wieder auf Null gestellt, aber nicht lange. Srebeni auf Pröger, abseits, ja oder nein, Spiel geht weiter, Kai Pröger. 2-1 Dynamo, Ekstase pur, Flickflack. Und ausgerechnet Pröger, der sein letztes Spiel für Dynamo macht, er geht zu Rot-Weiß Essen. Jetzt bringt er sein Team hier wieder in Führung. Riedlewitz völlig im Jubeltunnel, weiß, jetzt haben wir es fast. Und hier zeigt Pröger nochmal an, steck ihn mir durch. Da noch das Kabinettstückchen. Und der Rest ist einfach nur klasse. Viktoria schmeißt alles nach vorn. Und der BFC kann kontern und das tut er auch. Und wieder über Pröger, der packt nochmal den Turbo aus. Und hat da noch das Auge. 3-1 für den BFC. Deckel drauf. Doppelpack Pröger. Pokaltore 4 und 5. Er wollte diesen Sieg unbedingt. Jetzt schießt er den BFC zum Pokalsieg und sich zum Man of the Match. Also ich kann es noch gar nicht richtig fassen. Ich hätte mir einen schöneren Abschied nicht vorstellen können. Also ein Tor hat mir auch gereicht, das Spiel zu entscheiden. Jetzt waren es zwei, ist doppelt schön. Ich bin froh, dass ich den Fans was zurückgeben könnte. Ich hoffe, dass mir nicht jeder das so übel nimmt, dass ich jetzt gehe. Ich hoffe, ich habe den Fans was hier gelassen, wo sie über sich freuen können und werde hier lange in Erinnerung behalten. Der Trainer, wir haben gesprochen, hat mich gefragt, ob er mich in der Verlängerung rausnehmen soll. Ich habe gesagt, bitte nicht, ich will das bis zum Ende hier durchziehen. Und das war noch, wo wir 1-0 geführt haben. Und ich habe gesagt, ich will das bis zum Ende durchziehen und es hat sich gelohnt, ja. Ja, also ich hatte Gänsehaut, also es hat sich einfach geil angeführt. Ich habe den Ball noch einmal hochgenommen, habe den Volley abgezogen, habe gesehen, dass der Ball am Tor vorbeifliegt, wusste der Ball, jetzt geht ins Netz. Ich bin auf die Fans zugelaufen. Ich fand das zweite noch einen Tick schöner, weil der Ball einfach im hohen Bogen ins schöne Netz geflogen ist. Und ich habe dem die Flugkurve verfolgt und ich habe gesehen, der passt und bin auf die Fans zugerannt und die sind alle ausgeflippt und das war einfach ein absolut geiles Gefühl.